Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Farm Manager 2021. Ja, und weiter geht's. Wir wollen ein paar Gewächshäuser hinstellen. Letzte Folge die Mission bekommen. Diesen Schlachthof haben wir jetzt gebaut. Wir sind zum Glück auch jetzt endlich mal glücklich. Brauchen keine neuen Kühe mehr. Wir haben immer gesagt, wir sollen da, wenn da drei Kühe im Stall sind, sich eine dann rausschnappen und dann sind da immer drei drin. Wir können für Nachwuchs sorgen und sollte aber kein Nachwuchs kommen, dann geht das Schlachthaus halt leer aus. Ich werde jetzt nicht die Kühe direkt darüber chauffieren. Erst wenn der Stall voll ist, dann kommen die möglicherweise hierher. Finde ich aber schade, dass wir jetzt hier quasi die komplette Produktion ändern müssen. Wir können hier ja unter ganz, ganz vielen Tieren auswählen. Hühner haben wir beispielsweise. Wir können aber auch sicherlich, guck mal, die Ziegen haben wir beispielsweise auch hier. Und wir haben auch hier die Schafe. Ein Schaf, 70 kommt darauf, 70 Hamelfleisch. Und da hätte ich schon ganz gern, dass man das vielleicht alles in diesem Schlachthaus hier machen kann. Nicht nur Kuh, sondern dass die hier Kuh und Schaf und alles Mögliche hier schlachten können. Mal ganz ehrlich, da müssten wir ja immer gucken. Entweder wir müssten hier drei Schlachthäuser aufstellen oder wir müssten halt immer gucken, wer hat denn gerade Platz. Sind die Kühe gerade nicht voll oder sind die Schafe gerade nicht voll? Da müssten wir quasi immer hin und her switchen. Huch. Was ist denn hier passiert? Nicht genügend Ressourcen. Kuh. Achso, Schlachthof schon wieder. Ja, ja, ja. 26 Stück. Na, ich glaube, das hackt ganz bestimmt nicht, wenn ich hier 26 Stück Kuh nehme. Was ist hier los? Wo fährt denn der hin? Was hat denn der vor? Sehr komisch Buggy hier übrigens gerade. Da steht noch irgendwie so ein Hänger. Oder gehört das so? Das sieht mysteriös aus. Wo fährt denn der hin? Wer sitzt denn da drin und wo fährt der hin? Ach, dann liefert wahrscheinlich einfach nur ab. Wenn jetzt hier abbiegt, dann wissen wir genau, wo der hinfährt. Jo. Der liefert hier ab. Was fehlt da schon wieder? Nicht genügend Ressourcen, Schafsmilch. Okay. Nicht genügend Ressourcen, Schafsmilch. Was soll denn das überhaupt heißen? Milchverarbeitungsbetrieb 2. Ach so, ich bin ja doof. Das heißt das natürlich. War gerade auf Ziegenmilch eingestellt, dachte schon, hä, nicht genügend Ressourcen, braucht er Ressourcen zum Verkaufen. Ich habe übrigens ein bisschen mit dem Handel rumgespielt, also wenn wir da noch mal ganz kurz drauf gucken, ich habe die Dinge, die wir instant verkaufen können, das ist beispielsweise hier die Ziegenmilch oder auch das Kuhfleisch und auch der Käse und so weiter, die Wolle und so weiter und so fort, alles direkt mal auf Nummer 1 gestellt. Also sobald wir eins von dieser Sorte haben, wird das direkt verkauft. Und dann habe ich hier auch noch ein bisschen rumgespielt mit dem Lagerbestand, nämlich von den Dingen, die wir kaufen müssen, wegen unseren Tieren beispielsweise. Und ich habe mir gedacht, ich habe mir dann ein bisschen umgeguckt hier bei den Höfen und so und habe mir gedacht, okay, da sind 30 Gras, 45 Gärfutter, 15 Karotten, 45 Stroh haben wir drin. Oh, Stroh habe ich gar nicht gesehen, dass die da Stroh brauchen. Oh, na gut, dass ich danach geguckt habe nochmal. Weil die brauchen nämlich auch Stroh. Und hier beispielsweise 29, 31, 31, 31, also alles unter 50. Deswegen habe ich mir gedacht, du machst einfach mal das ein bisschen anders und setzt pro Stall 50 das Limit. Also pro Stall 50 müssen Minimum vorhanden sein. Dann sind wir noch ein paar im Lager und der Großteil halt schon direkt im Stall drin. So habe ich das eben gemacht. Hier haben wir zum Beispiel bei den Erbsen, wir haben 4 Stände, deswegen 200. Dann gehen wir weiter runter bei den Futterrüben, da haben wir 7 Stände, deswegen 350. Hier beim Gras haben wir 650. Liegt daran, dass wir 12 Stände haben, plus einmal dieses Gärfutter-Gedingsbums hier, wo das quasi zu Gärfutter verarbeitet wird, das Gras. Und jetzt würde ich ganz gerne noch mehr hier gucken, denn wir müssen hier statt 35, müssen wir hier hinschreiben, 85. Vielleicht schreiben wir auch direkt 100 hin. Oder schreiben wir 85 hin? Wir schreiben 85 hin. Wir brauchen nämlich 85. Wir brauchen für die Ziegen, brauchen wir 10 Stück. Und, also vom Stroh. Und hier brauchen wir noch 35 Stück. Also 10 Stück, ist ja schon 50 Stück. 50 und 35 sind bekanntlicherweise 85. War zumindest das letzte Mal, als ich das gerechnet habe, noch der Fall. Also wird schon so passen. Und ich glaube, mit dem fahren wir ganz gut. Ich glaube, mit dem können wir ganz gut fahren. Ich glaube, das ist ein ganz guter Zwischenschnitt durch das Ganze hier. Und ich glaube, da werden wir nicht wirklich viel Reserve haben. Das heißt, unser Geld wächst da oben. Unser Geldbeutel wird dicker und dicker und dicker. Und ich glaube, das ist eine gute Balance zwischen Verkaufen und quasi ein bisschen was auf Reserve haben. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Wenn ich das gerade hier so sehe, ich würde ganz gerne das nochmal wegreißen da vielleicht. Und dann machen wir hier so einen gefestigten Weg rein. Zack. Und dann sieht das Ganze schon wieder ein bisschen sehr schön aus. Schöner als vorher, das auf jeden Fall.
So, und jetzt sollten wir mal gucken. Wo machen wir denn hier das Gewächshaus hin? Ich habe mir überlegt, ich habe das in der letzten Folge sogar offscreen noch ein bisschen angeguckt. Wir könnten das sogar hier hinstellen. Also wenn wir das hier hinstellen, dann könnten wir eins dahin machen und eins da oben hin machen. Problem ist halt nur, wir können zwischendrin nichts machen. Ich habe da leider so gebaut, sieht zwar cool aus, muss ich zugeben, aber ich habe da leider so gebaut, dass wir da quasi drinnen nichts tun können. Was wir machen könnten, ist mit dem Weg vielleicht so nach drinnen fahren. Das wäre eine Idee. Das wäre eine Idee. Vielleicht machen wir nämlich die Gewächshäuser direkt hier hin. Dann haben wir hier. Wir könnten es natürlich da drüben hin machen. Da wollte ich es ursprünglich machen. Aber ganz ehrlich, jetzt passt das so perfekt da rein. Dann machen wir das einfach mal hier hin. Drei Gewächshäuser, glaube ich, brauchen wir. Und dann machen wir das hier ein bisschen anders. Huch. So, ich hoffe, das war jetzt gut so. Ich glaube, eins können wir noch. So, gucken wir mal. Dann haben wir hier nämlich das zweite Gewächshaus stehen. Und dann können wir vielleicht da noch so ein kleines Häuschen reinstellen. Beispielsweise so eins. Gebäude für feste Angestellte. Würde das da hinpassen? Einfach nur, damit wir halt irgendwas da stehen haben. Damit das nicht so offen leer aussieht. Würde das da hinpassen? Leider nicht. Schade. Und das hier vermutlich auch nicht. Ich meine, es würde hinpassen, wenn wir die Straße wieder wegreißen würden. Hier zumindest. Aber dann sollten wir eher da die Straße wegreißen, weil der Weg dann doch da ein bisschen kürzer wäre. Vielleicht verbinden wir das dann einfach mal da unten. Gebäude für Saisonarbeiter brauchen wir eigentlich gar nicht, aber das hier wäre ganz gut. So, dann machen wir nämlich da noch so ein Gebäude für Angestellte hin. Also, das ist ja, finde ich gut. Finde ich echt gut, muss ich zugeben. Vielleicht noch sogar so einen Brunnen, obwohl wir den vielleicht nicht brauchen würden, aber egal. Einmal eine Deko, so ein Blumenkistelchen, das ist ja ganz klein. Nee, das ist ja blöd, wenn das so ganz klein ist. Oh, ein Baum. Cool. Können wir doch Bäume erstellen. Geil. Finde ich nice. Aber der ist ein bisschen zu groß. Schade, dass wir den nicht hier einfach reinstellen können. Können wir den hier hinstellen? Können wir auch nicht. Schade Schokolade. Cool, dass wir Bäume machen können. Also pflanzen können quasi. Wie sieht es mit dem da aus? Das ist schön. Machen wir das vielleicht hier hin. Weil den Brunnen haben wir da oben schon. So, Elektrizität mangelt natürlich auch hier. Mal gucken, kommen wir mit dem einfach da nach drüben. Ja, wird hinkommen. Na gut, dann brauchen wir das aber nicht mehr. Huch, es geht gar nicht. Warum geht denn das da nicht? Das funktioniert. Okay, das sollte auch passen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann können wir hier nämlich dann zwei Glashäuser mal bewirtschaften. Drei brauchen wir natürlich. Aber wir haben zumindest mal den Grundstein gelegt. Das ist ja auch schon mal was Schönes. Vielleicht machen wir hier auch noch eins. Oder vielleicht machen wir da oben eine ganze Reihe Glashäuser und dann kommen erst wieder Felder. Mal gucken. Oder vielleicht da drüben wäre auch interessant. Weil da machen wir ja eh keine Felder mehr hin, glaube ich mal. Es wäre auch nicht so schlecht, wenn wir quasi hier noch ein paar Glashäuser hinsetzen würden. Mal gucken. Was müssen wir denn überhaupt anpflanzen? Das ist ja die wichtigere Sache. Pflanze Erdbeersetzlinge in Gewächshaus 3 an. In Gewächshaus 2, in Gewächshaus 3, in Gewächshaus 3. Also Erdbeersetzling. Dauert 50 Tage. Ungefähr Ertragsgröße 120. Bringt uns 1434, ist ja gar nicht mal so viel. Brauchen 582 dafür. So, das heißt, wir brauchen natürlich auch jetzt erstmal... Bauen wir das direkt mal hier mit dem Handel. Erdbeer. Was haben wir denn da alles?
gekühlte Erdbeere haben wir beispielsweise Erdbeersetzling, den brauchen wir, Erdbeerkonfitüre, normale Erdbeeren und das Ganze nochmal in Bio-Ausführung. Wir brauchen Erdbeersetzling. Wo haben wir den? Den haben wir da oben. Und ich würde sagen, bis, machen wir wieder 20 Stück, kaufen wir das mal ein. Mal gucken, ob das jetzt auch so hinhaut. Erdbeersetzling, 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 Erdbeersetzling. Wo haben wir den? Wo haben wir den? Oh Gott, 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 guck mal. Kirschensaft, voll lecker. Erdbeersetzling, wo haben wir den denn? Irgendwas hat sich getan. Huch. Ah, hier, guck mal. 20 Stück. Hat schon gekauft. Geil. Finde ich cool. Ah, und die nehmen einfach die Arbeit jetzt von da drüben. Okay, okay. Na, dann hätten wir das gar nicht gebraucht, das Haus da hinten. Noch ein zweites zusätzlich, wenn die eh von da drüben kommen. Ich dachte, wir müssen die extra zuweisen nochmal. Aber das geht anscheinend auch ohne. Dann würde ich vielleicht sagen, wir kaufen jetzt sogar nochmal einen vierten Traktor dazu. Wo haben wir den denn? Achso, den haben wir ja nicht hier. So, Traktor für Obstanbau haben wir beispielsweise da. Wir nehmen mal wieder den Traktor Riga, den kennen wir schon. So, und der kommt hierhin. Und dann nehmen wir uns hier noch jemanden, damit das Symbol verschwindet einfach nur. Der gut kann mit Pflanzen. Oder sollen wir das hier nehmen? Nee, Obstanbau ist ja das nicht. Wir brauchen hier jemanden. Pflanzen und Maschinen. Bastian Kenner ist eigentlich perfekt dafür geeignet. Bitteschön. Wenn der jetzt natürlich mit dem Feld hier irgendwas zu tun hat, wenn der hier irgendwie was arbeitet oder so, dann ist das schon ein weiter Weg, den der gehen muss. Wo gehen denn die überhaupt alle hin? Unterwegs nach Kleiner Stein 7. Was machen die denn da drüben? Warum holt ihr das Zeug da von da drüben, Kleiner Stall 7? Wo ist denn der überhaupt hier? Ach so. Na, weißt du was? Dann machen wir das einfach so, dass wir quasi sagen, wir verbinden das da oben auch nochmal. Damit die da nicht so außen rumlatschen müssen, sondern quasi hier auch durch können. Die holen das anscheinend von hier anstatt von da drüben. Weil das Luftlinie näher ist. Wenn man die Straße jetzt mal wegdenken, ist natürlich der Stall näher, allein vom Gehen her. Aber Luftlinie ist der hier näher. So, was hier passiert? Oh, neues Tier. Geil, geil, geil. Nämlich ein neues Schaf und eine neue Kuh. Das heißt, die wird vermutlich gleich abtransportiert werden. Wir gucken mal, ob das auch wirklich so funktioniert. Theoretisch 4 von 4. Theoretisch sollte da jetzt gleich ein Wagen losfahren. Gucken wir mal. Spulen wir mal ein bisschen vor. Theoretisch sollte da gleich ein Wagen losfahren. Vom Schlachthof. Und hier hinten eine Kuh abholen. Ah, guck mal, da ist er schon am Weg. Guck mal, guck mal, guck mal. Da ist er schon am Weg. Die Kuh ist aufgeladen und los geht's. So funktioniert das also. Interessant, interessant. Also das ist gar nicht mal so schwierig, wie ich gedacht habe. Dass wir da quasi, gut, ich sag's jetzt mal so, wie es ist, Nachschub bekommen. Für unseren Schlachthof. Vielleicht machen wir sogar hier nochmal zwei Kuhställe hin. Dass wir einfach noch mehr haben. Was ist hier passiert? Noch ein neues Tier. Noch ein Schaf. Oh, jetzt haben wir ja schon 10 Stück davon. Na, die sind aber, hallo, die sind aber auch echt gut dabei mit dem Zeugen hier. Hallo, hallo. Vielleicht machen wir dann nochmal zwei Kuhställe hin. Bringt natürlich wieder viel mehr Milch. Aber wie viele haben wir denn da hinten noch? Ach, gar keine. Wir haben gar keine Kuh. Die zwei, was waren, die werden gerade verbraucht. Okay, da sollten wir vielleicht noch zwei aufstellen. So. Dann haben wir hier nämlich auch wieder ein paar. Wie schauen wir da drüben aus? Ist das mittlerweile schon... Ja, Mathis Morgenstern und Bastian Kenner. Beide arbeiten hier. Kultivierung dauert an. Noch sieht man nicht viel. Da kommt er. Der muss natürlich jetzt hier weit außen rumlatschen, um für dieses Gewächshaus hier irgendwie zu arbeiten. Aber hier geht's natürlich easy. Der geht da raus und ist hier schon wieder drin. Außer der braucht vielleicht Werkzeuge oder so. So. Einmal, zweimal, dreimal. 1, 2, 3, 4. Und auch hier. Einmal, zweimal, dreimal. 1, 2, 3, 4. Und dann brauchen wir auch hier wieder zwei neue Arbeiter. Ich mache mal hier wieder auf Stufe 1. Wir brauchen zwei neue Arbeiter. Hier ist 8 von 8, hier ist 4 von 8. Das ist sehr gut.
Da können wir uns nämlich die... Oder machen wir vielleicht von da oben sogar? Oder haben wir auch schon 8 von 8? Okay, dann machen wir von da unten. Brauchen wir wieder welche, die gut mit Tieren können? Hallo? Imkereien, das ist ja genau das, was wir suchen. Das ist ja genau das, was wir suchen. Sind ja nicht dieselben drin? Ich vermute mal schon. Jo, Imkerei, okay. Sind Pflanzen vielleicht mal gut? Pflanzenverarbeitung? Wir warten noch. Ich würde denen übrigens lieben, gern mal alle dieses Upgrade zahlen, damit die quasi alle auf Stufe 5 sind. Was ist denn hier los? Ach so, die stehen da im Stau, weil hier irgendwie wieder einbrechen ist, glaube ich, bei uns. Der Chefbauer, jetzt fährt er schon. So, ja, ja, kommen schon die Leute, die kommen schon, hoffentlich. Finden wir welche. Ja. Tiere, guck mal, der ist gut. Bitteschön, willkommen im Club. Cedric, du arbeitest ab sofort hier. Er ist aber auch ein weiter Weg hier nach oben. Wie schauen wir hier aus? Okay, 2 sind noch hier. Ein dritter kommt gerade zurück. Ich bin übrigens mal überlegen, ob wir vielleicht hier noch ein zweites Logistikzentrum irgendwo hinstellen. Aber ich glaube, wir kommen mit denen, die wir derzeit haben, ganz gut zurecht. Denke ich mal. Warum haben das eigentlich noch nicht funktioniert mit dem Erdbeersetzling? Die haben den noch nichts gepflanzt? Ach nee, die sind erst bei der Kultivierung. Okay, das dauert noch ein bisschen. Ein bisschen was sieht man hier. Sieht aus wie in so einem Garten, japanischen Garten. So, wir gucken nochmal ganz kurz da drüben, ob wir vielleicht schon jemanden... Huch! Ob wir vielleicht schon jemanden neuen noch haben. Tiere. Christine Kappert. Sieht gut aus. Bitteschön. Ein nächstes Model hier eingestellt auf unserem Modelhof. So, da. Wie schauen wir hier aus? Kein Tier da. Ja, macht da nichts. Dann ist hier eben Pause. Dann ist hier eben Pause. Wir haben jetzt immerhin... Ach, guck mal, da müssen wir hier wieder ein bisschen rumspielen. Wir haben ja jetzt nämlich... Was bekommen die denn überhaupt? Die bekommen Gras, die bekommen Gärfutter, die bekommen Hafer und die bekommen Futterrüben. Dann müssen wir nämlich direkt mal gucken beim Handel. Futterrüben 400. Gras 700. Gärfutter 400. Und was war noch? Hafer? War Hafer? Hafer? Ja, es war Hafer. Okay, der Hafer war gleich ganz unten. Jo. 400. Ach nee, ich bin ja doof. 450. Ich bin ja so doof. Wir haben ja 2 Ställe gebaut. So, 450 und 450. Zack. So, aber jetzt. Jetzt passt das. Der braucht immer noch Tiere, nicht genügend Ressourcen, 22 Stück. Jo, wart mal ab. Okay, was müssen wir denn hier reintun? Wir müssen hier Himbeersträuche einpflanzen. Himbeersträuche sind die hier, 71 Stück brauchen wir dafür. 120 Stück Erdbeersetzling haben wir, haben ja nur... Wie viel haben wir denn gekauft? 20. Oh. Das ist ja dann ein bisschen wenig. Brauchen wir da wirklich so viel? 120 Stück. Wie viel kosten die? Ja, wird genau hinkommen mit dem Preis. Ich warte aber trotzdem mal, bis der angebaut hat, bevor wir da jetzt zu viel kaufen, das wir dann vielleicht gar nicht brauchen. Hier brauchen wir 71 Stück. 95 Tage dauert der Wachstum. Ungefähr Ertragsgröße 90. Das ist ja eigentlich jetzt nicht unbedingt das beste Geschäft. Futterrübensamen, guck mal. 54 zu 518. Das ist schon eine Wertsteigerung von einem immensen Teil. Und hier zahlen wir 1800 für das, was wir 2100 bekommen. Also gerade mal 300 mehr, das ist ja nicht so viel. Kohlsetzling, guck mal. 3 Stück, 6 Euro und bekommen 907. Aber nee, wir müssen hier Himbeeren pflanzen. Na supi. Dann nehmen wir uns vielleicht hier sogar noch jemanden, der sich gut mit Pflanzen auskennt. Ja, die kennt sich mit Pflanzen aus, aber nicht wirklich gut. So, wie schauen wir aus? Immer noch mit der Kultivierung beschäftigt. Dann spulen wir mal ein bisschen vor. Huch. Verhungerte Tiere? Wie kann denn das sein?
Stall 8. Achso, ist der neue hier? Aber da arbeitet doch schon jemand. Wie könnt ihr denn verhungern? Ah, jetzt geht's wieder. Guck mal, jetzt haben die was. Zumindest mal ein bisschen was. Ein bisschen Gras. Das andere fehlt noch. Aber ich glaube, da kommt sie eh schon. Oder geht sie woanders hin? Nee, die geht hier rein. Sehr gut, mit ein bisschen Gärfutter. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. So, lala, wie schauen wir hier aus? Mathis Morgenstern, Bastian Keller. Warum müssen eigentlich zwei arbeiten? Bei dem großen Feld reicht ja einer. Da sind auch zwei. Brauchen wir vielleicht ein paar mehr Leute als vier? Pflanzen 0-0. Das sind ja genau die, die ich brauche. So, und jetzt bin ich gespannt, wie viel kann der hier setzen? Anscheinend jetzt gerade gar nichts, weil jetzt gehen die erstmal nach Hause. Aber guck mal, die Himbeeren wären plus 18 hier oben. Also die würden mehr bringen. Weiß ich nicht, also Himbeeren, wenn man die Übersicht hat und sieht, was man da alles anbauen kann, also zu welchem Grundpreis, zu welchem Preis, den wir ausgeben und zu welchem Preis, den wir dann bekommen, wird geliefert 100 Stück, okay. Okay, wir brauchen hier 120. Da haben sie dann anscheinend doch recht gehabt. Und wir brauchen auch von dem anderen, vom Himbeeren, 71. So, was ist hier wieder los? Zu niedrige Luftfeuchtigkeit. Was? Achso, ist schon wieder beendet. Gras ist geerntet, finde ich gut. Dankeschön. Was heißt denn zu niedrige Luftfeuchtigkeit hier beim Futterung im Feld? Wo haben wir das überhaupt hier? Was ist da schon wieder los? Oh, Feuer im Stall! Was? Rufe die Feuerwehr, um zu vermeiden, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Feuer im Stall, scheiße. Da sparen wir uns den Schlachthof. Oh Gott, oh Gott. Okay, wir spulen mal vor und hoffen, dass die Feuerwehr kommt. Da kommt sie schon. Aber wir sprühen der hin. Eieieiei, Feuer im Stall. Ich glaube, ich spinne, Freunde. Boah. Renovieren. Das Gebäude ist abgebrannt. Und die Kuh hier anscheinend auch. Uiuiuiui. So, zum Glück, die leben noch. Ein bisschen Schaden haben die genommen, glaube ich. Boah, Alter. Brennt erstmal der ganze Kuhstall ab. Wie kann das passieren? Ist der Blitz da eingeschlagen? Oder hat die Kuh gezündelt? Wir werden es nie herausfinden, glaube ich. So, hier fehlen wieder Arbeiter. Mal gucken, wie viele bekommen wir denn da jetzt noch? Da muss ja irgendjemand mal gut können mit Pflanzen. Das gibt's ja nicht. Simon Moll. Hallo und du auch. Oder zählt das schon als Obstgarten? Was zählt denn als Obstgarten? Obstgärten sehe ich eher so, wie wenn wir jetzt Apfelplantagen hier errichten würden. Das wäre für mich ein Obstgarten, aber das ist ja kein Obstgarten. Das muss ja auch noch was mit Pflanzen zu tun haben. Guck mal, der arbeitet hier zumindest. Nicht genügend Arbeiter, das gibt's ja nicht. Brauchen wir noch jemanden? Guck mal, ihn hier. So, dann haben wir mal genug. Das muss jetzt aber mal genügen. Okay, das ist wieder das Gras, habe ich das Gefühl. 10.000, sehr gut. Manuelle Arbeit, minus 10. Naja, ich habe es dir nicht angeschafft, du suchst es selber aus. Der Klaus Klaus, cooler Name, arbeitet auch hier alleine. Beschwert sich der? Weiß ich gar nicht, wo ist denn der überhaupt? Bastian Keller, Ida Keller. Ach, guck mal. Ach, schau mal an. Die ganze Family haben wir hier angestellt. Ida Keller und Bastian Keller. Und Edda Regen. Aber wo ist dieser Klaus Klaus? Sehr cooler Name auf jeden Fall. Die Fähigkeit, Pflanzen zu pflegen, hat Einfluss auf die Größe der Ernte. Ich würde ganz gerne mal bei all denen hier gucken. 555. Da, bei denen brauchen wir jetzt nicht wirklich viel gucken. Aber hier zumindest. Bedienung, Verschleiß der Maschinen. Wir haben ja ein bisschen Geld auf dem Konto.
Wir behalten uns unsere Mitarbeiter. Wir gucken halt nur, dass die wirklich alles ganz gut können. So, das wird schwierig da drüben. 29 haben wir mittlerweile schon. Alter Falter. Tiere zu pflegen hat Einfluss auf die Schnelligkeit bei der Sammlung von tierverwandten Produkten. Das klingt sehr hochgestochen, aber gut. So, das müssen wir nicht machen. Der kümmert sich ja nur um die Tiere. Zack. Und zack. Und zack. Und zack, zack. Kurz gucken. Noch genügend Geld am Konto. Das ist alles gut. So, dann geht's hier weiter. Was macht denn die da eigentlich? Zugewiesen an Milchverarbeitungsbetrieb. Okay, dann das müssen wir da unten tun. Gebäude für feste Angestellte. Unterwegs nach Silvia Aufhäuser. Aber wo arbeitest du denn? Silvia, meine Liebe. Wir können sogar den Namen ändern von ihr. Also die lassen anscheinend alle etwas mit sich tun hier. Wir können sogar die Geburt, naja, die Geburtsurkunde nicht, aber zumindest mal den Perso ändern. Wir könnten die jetzt ganz anders, wir könnten die verheiraten mit irgendjemand, mit ihm hier beispielsweise, heißt sie halt Silvia Weigel. Oder Silvia Scheibe. Oder Silvia Busse. Wie auch immer. Wir könnten hier Hochzeiten stattfinden lassen, intern oder auch nicht. Nur standesamtlich, mal gucken. Wo ist denn die? Ach so, und der Milchverarbeitungsbetrieb. Okay, zack, zack. Du bist hier, du bist auch hier. Du bist aber eh schon bei einem 5. Du bekommst noch eins dazu. Du bist bei 5. Du bist bei 5 und du bekommst auch noch 2. So, dann haben wir hier noch ein Häuschen. Zugewiesener Milchverarbeitungsbetrieb. Zack. Ausdauer hat Einfluss auf die Arbeitszeit ohne Ruhepausen. Ja, das lassen wir mal bei 1. Komm, manche haben überhaupt keine Ausdauer. Also die haben gar nicht das Perk hier. Also von dem her. Du bist sicher auch Schlachthofverarbeitung. 5 und hier einmal, zweimal und dann haben wir, glaube ich, alle. 218.000 noch am Konto. Also es ist ja gar nicht mal so schlecht gewesen. Neues Tier. Und zwar hier hinten. Kleiner Hof 5. Ein neues Schäfelein. Der Schafshirte. Huch, der Schafshirte hat gut aufgepasst. Es ist Nachwuchs entstanden. Wo geht denn der jetzt schon wieder hin? Unterwegs nach Lager 3 hier. An der Hauptstraße. Na, der tut sich was an. Gut, viel Verkehr ist da ja eh nicht. Wie schauen wir hier aus? Da schauen wir ganz gut aus. Guck mal einer an. 45 Tage verbleibend. Da sieht man schon, dass man nicht viel sieht. Man sieht schon ein bisschen was. Ein bisschen was, das Grundgerüst ist schon mal fertig. Jetzt müssen wir halt warten, bis das hier alles wächst und gedeiht. Und irgendwann werden wir da ganz, ganz kleine rote Erdbeerchen sehen in unserem schönen Gewächshaus. Und da drüben sehen wir dann halt ganz kleine rote Himbeerchen. Problem ist halt nur, wir brauchen trotzdem noch weiterhin ein Gewächshaus. Pflanze Erdbeersetzlinge in 3 Gewächshaus. Oh, wir brauchen so viele. Oh, ich dachte, das reicht mit 2 hier. Na Halleluja. Wir brauchen hier anscheinend ziemlich viele Gewächshäuser. Guck mal, das ist nur 1. Wir brauchen 3 Gewächshäuser mit Erdbeersetzlingen und 3 Gewächshäuser mit Himbeersträuchern und 2 Gewächshäuser mit Gurkensamen. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay, dann würde ich sagen, wir machen die hier. Ach du Scheiße, na, da werden wir noch genügend Leute anstellen müssen hier. Oje, oje, oje. Ich dachte, das reicht, wenn wir die 2 haben. Das wird ja ein ganzes Lager werden. Problem ist halt wieder nur, wir können hier wieder nur 1 hinstellen. Wir können hier nur 1 hinstellen. Hier könnte man 2 hinstellen. Vielleicht fangen wir erstmal hier an. Das heißt 3, 3 und 2 sind 8. 1, 2, 3, 4. Okay, noch 1. Wenn ich euch bis 8 zählen kann. Ist glaube ich schon sehr schlimm. So. Dann lassen wir die nämlich bis hierhin auch kommen. Weiß nicht, ob die da drüben unbedingt was machen müssen. Wenn ja, dann machen wir halt einen ganz kleinen Schotterweg da nach drin. Ob die da drüben was verloren haben, keine Ahnung. Dann können wir nämlich hier später vielleicht noch ein Feld anlegen, das wäre auch ganz gut. Oder möglicherweise noch ein paar Gewächshäuser hinstellen, mal gucken. Aber dann haben wir die zumindest hier mal auf einem Fleck.
Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. So, wie schauen wir aus? Vielleicht brauchen wir noch ein neues zusätzliches Haus für Angestellte. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall ziemlich viele Angestellte und die zwei sind nicht die guten. Finnbeck, Bärbel, Peres, ihr zwei seid nicht für meinen Bauernhof bestimmt. Da müsst ihr bei den Kollegen gucken, mal schauen. Aber hier ist eher, nee. Also unter 3 stelle ich hier niemanden an. Unter 3 von 5 Punkten stelle ich hier niemanden an. Ein bisschen was können muss man halt trotzdem. Auch um für den Muckimuck zu arbeiten. Der ist ja eh sehr gutmütig, sehr gütig. Der hilft ja den Leuten. Aber ein bisschen was können, ein bisschen Vorerfahrung, ein bisschen Kenntnisse in der Landwirtschaft sollte man halt schon mitbringen können. Und unter 3 sage ich mal eher nö. Außer wir sind wirklich gerade in einer sehr großen Not. Da schauen wir dann, dass wir vielleicht auch unter 3 jemanden anstellen. Unter 3 von 5 Punkten, die man dann quasi hochleveln können. Aber ganz ehrlich, das kostet dann wieder unnötig Geld. Da könnte man einfach ein paar Tage warten und dann jemanden einstellen, der wirklich weiß, womit das hier zu tun hat. So, wir gucken nochmal und hoffen aufs Beste. Es sind immer noch dieselben wie vorher. Na gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, machen wir eine kleine Folgenpause. Das hat sich ja ein bisschen vergrößert, hier das Ganze jetzt. Ich würde sagen, da passt echt noch gut so ein kleines Fältchen rein hier, oder? Was sagst du? Ich würde sagen, das passt hier echt gut hin, so abschließend zu den Gewächshäusern beim Parkplatz hier unten. Dann können wir hier noch ein paar Deko-Zeugs hinstellen. Hier kommt eben das Feld rein. Da oben kommt dann später auch irgendwas mal rein. Vielleicht so ein Ding noch, so ein Logistikzentrum. Mal schauen. Und dann können wir hier unten vielleicht auch noch ein paar Felder hinstellen. Das ist aber alles noch Zukunftsmusik. Vielleicht schon in der nächsten Folge oder in der übernächsten. Mal gucken. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Runde von Let's Play Farm Manager 2021. Bis dahin, tschüss!